Ganz ehrlich, ich bin froh, da mein Gesicht die meiste Zeit zu sehen sein wird. Ich bin froh um jede Person, die deutlich, deutlich hässlicher ist als ich, die mich dann nochmal optisch aufwertet. Also ich wäre dankbar, egal wie ihr aussieht. Nee, ich mag euch und ich liebe wirklich Stuttgart total. Und bitte. Gut, danke und bitte. Jetzt würde ich sagen, fange ich an, damit mich anzusagen und damit beginnt dann auch die eigentliche Show. Seid ihr bereit? Es ist erstaunlich einfach, nach Stuttgart zu reisen. Es sind nur 2 Stunden. Gut, danach ist es noch ein 3-stündiger Fußmarsch, bis man effektiv in Stuttgart ist. Der Lichtschalter für die Toiletten in Deutschland, der ist nicht in dem Raum, wo die Toilette sich befindet, sondern er ist immer außerhalb von dem Raum. Also wenn man in Deutschland aufs Klo geht, muss man sich, bevor man aufs Klo geht, überlegen. Möchte ich heute etwas sehen? Oder möchte ich etwas erleben? Ich glaube, ich kann jetzt im Nachhinein offen sagen, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass es was wird. Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass es was wird, ja. Es war wirklich ein Experiment. Hier trittst du auf, oder? Also, ich glaube schon, aber das ist ja total eng, oder? Check, check. Gar nichts. Das ist schlecht. Wir haben keine Kopfhörer und die haben auch keinen Anschluss für Kopfhörer. Ich muss immer was bestimmen durfte. Also kann man machen, aber ist schon zwei Plätze cool. Besser. Stand-up ist so ein ganz, ganz sensibles Pflänzchen. Deswegen kann das so schnell richtig gut werden, aber auch so schnell richtig schlecht werden. Sind die Decken zu hoch? Zu viel Licht? Ist der Ton nicht wirklich gut? Ist irgendwo eine Störquelle, ne? Und zack ist die Show irgendwie komplett Around me are familiar faces. Also meine Idee war, es ist ja sowieso noch alles ja, erstmal so roh. Meine Idee war quasi da, das Rausgehen von Hazel zu machen und dass das dann so, so dann mit erscheint. Ich wollte, dass das Video einen umarmt. Und was war deine Idee? Ich bin der Thomas Spitzer und ich bin der Mann von Hazel Brugger. Das war es eigentlich schon. Ein paar Punkte. Wir machen das Saallicht heute wie eine Mischung aus dem ersten Abend und dem zweiten Abend. Der Thomas als Regisseur kann ich mir so vorstellen, dass er eine klare Vision hat und gleichzeitig aber auch immer so ein bisschen ist. Ja, dann ist es halt so. Wir haben uns relativ kurzfristig entschieden, dass in Eigenproduktion über die Bühne zu bringen. Also jetzt nicht wie bei Tropical vorher mit einem großen Ü-Wagen, mit einem Kamerakran, mit irgendwelchen Schienen und so weiter. Du warst eigentlich so wie der Mann vorne auf dem Drachen, der so die Zügel in der Hand hatte. Wenn man das mit dem Objektiv, wenn man da gar nicht reinzoomt, dann kann man natürlich auch gleich das 24mm-Objektiv drauf. Mal gucken, was die jetzt gleich da oben drauf. Ich glaube, die haben 14mm da oben. Ich weiß nicht, wie offen ich da sprechen kann, aber es war ja so, dass wir halt Budget bekommen haben vom Sender und dann eine Produktionsfirma gefragt hat. Das Angebot der Produktionsfirma hat das Budget des Senders um ein Vielfaches überschritten. Sehr, sehr Vielfaches. Und dann dachten wir halt, ja, Kameramann kennen wir, Lichttechniker kennen wir, Tontechniker kennen wir. Dann zeichnen wir es halt einfach selber auf. Dankeschön, das hatten wir. Hätte das tonmäßig mit aufgenommen werden sollen, gerade? Hätte das tonmäßig mit aufgenommen werden sollen, wahrscheinlich schon, ja. Wollen wir es nochmal machen? Wir haben uns entschieden, das Programm in Stuttgart aufzuzeichnen, weil wir sehr gute Erfahrungen mit Stuttgart gemacht haben als Austragungsort. Ursprünglich war geplant, dass wir das Special im November in Stuttgart aufnehmen. Es war dann relativ bald absehbar, also so im April, Mai war eigentlich klar, das wird nicht stattfinden können, so
wie geplant. Stuttgart ist jetzt, glaube ich, nicht ein Ort, der einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man über coole Orte in Deutschland nachdenkt. Man sagt ja immer, dass Schwaben nicht freundlich sind, aber ich finde tatsächlich, es sind sie doch tief in ihrem Herzen. Aber aus irgendeinem Grund sind die Leute dort sehr offen und schätzen Kultur sehr. Ja, ja, die alten Griechen. Für einen Haufen Säule hätten sie Geld gehabt, aber zum Dach hat's nicht mehr gelangt. Auch schon als Poetry-Slammerin sind wir immer gerne nach Stuttgart gefahren. Dann hat sie mich angeschaut und gesagt, so, jetzt müssen wir noch über Verhütung sprechen. Die meisten Events oder eben Veranstaltungen sind ja eben auch immer in Berlin und Köln. Und gerade, dass man endlich was in Stuttgart ist, hat mich sehr gefreut. Das ist auch in der Gaming-Industrie so, alles ist in Berlin und Köln. Und ich freue mich immer, wenn auch mal was in Stuttgart ist. Und gehen die auch gut hin? Hallo, ich bin Anja. Bei der Aufzeichnung von Hazels Programm war ich ausführende Produzentin. Das heißt, ich war vor den Dreharbeiten zuständig für den organisatorischen Ablauf des Projekts. Wir haben richtig verkackt mit den Walkie-Talkies. Ein normaler Drehtag sah so aus, dass die Show meistens um 20 Uhr angefangen hat. Das heißt, wir haben uns so meistens 6 bis 7 Stunden vorher im Theaterhaus getroffen. Der Tag hat dann angefangen mit einer technischen Stellprobe, um zu schauen, welche Kamera wo positioniert sein muss, um welche Perspektive einzufangen. Ja. Kein Kamerawunsch. Die werden selten gefilmt. Die kommen da gar nicht drauf klar. Ja, die hassen das. Kameras. Dann ging es auch schon weiter mit der ersten Regiebesprechung, um nochmal durchzugehen, wer wo wann sein muss, um was zu machen. Dann ging es auch schon für Hazel in die Maske. Wenn es dir zu arg zieht oder irgendwas, musst du es sagen, ne? Das werde ich tun. Ich danke dir. Schrei ganz laut. Ich bin Tamara Sauer, ich bin Herrn Make-up-Artist und ich hatte die Ehre, die liebe Hazel zu schminken. Das ist meine Mülltonne. Der reiße ich immer. Wir haben uns für einen Look entschieden, der mit lilanen und pinkfarbenen Farben und ihrer Strickjacke harmoniert hat. Sie hatte auch eine lilane Leggings an und deswegen haben wir gesagt, gehen wir ein bisschen in Pink, gehen wir ein bisschen in Lila. Passt gut dazu. Wie findest du die Hose? Soll ich eine andere Hose anziehen? Weil die ist irgendwie, also die war, ich war ja deutlich irgendwie weniger schwanger, als ich die anprobiert habe. Und die ist mir irgendwie zu... Ich finde eigentlich, dass sie cool aussieht. Ja. Man hat richtig gemerkt, dass das Team schon länger miteinander arbeitet und dass alles so ein bisschen Hand in Hand ging. Jeder wusste, was er machen soll oder was er zu tun hat. Und alle waren mit Spaß dabei, hatten Bock, was Geiles zu machen. Und es war einfach ein mega cooles Gefühl, da mit dabei zu sein. Harte Tage, oder? Mhm. Miese Zeiten. Ich bin Oliver, ich bin der Lichtmann bei der Produktion gewesen. Und ich habe mit meinem Kollegen Ingo vor ein paar Jahren die 2Arc Lighting Crew gegründet. Und damit decken wir den Streaming-, Film- und Fernsehmarkt ab und Werbemarkt. Anders geht man es heute nicht hin. Ich schreibe mal in die Gruppe, dass sich der Aufgang geändert hat. Die Lampen hinter der Bühne oder auf der Bühne hinter Hazel, das war eine Empfehlung von den Leuten aus dem Theaterhaus. Wir sind in die Katakomben spaziert, gefragt, ob wir uns mal anschauen können, das Lichtlager, was wir da noch so vorrätig haben. Jede Farbe hat eine Nummer, ne? Musst du alle auswendig kennen als Beleuchter. Und dann kam auch recht schnell auf Empfehlung der Leute vom Theaterhaus alte Swobodas. Das sind Lampen, die vornehmlich im Theaterbereich eingesetzt werden, als Ganglichter. Na, die werden links und rechts im Gang gestellt und dann werden die da reingeblasen. Die haben halt diese Lampe da reingestellt, gell? Also ja gut, die Lampe ist ja hier vom Haus. Ich bin ja, genau, ich weiß, ja, du bist ja... Weil es geht nicht anders, gell? Also weil hier kommst du nirgends raus. Nee, hier kommt... Aber es ist ja auch nur kurz, der Auftritt. Genau. Also, man ist also ja du gehst ja nicht die ganze Zeit mal... Nein, so Gott ja, bewahre. Ja. Also, wenn das passiert, ja, bitte ich dich, die Polizei zu rufen. Mein Name ist Alex, ich mache den Ton und habe den Ton gemacht für das Live-Programm von Hazel in Stuttgart. Die Herausforderung bei einer Comedy-Aufzeichnung ist die, dass es eigentlich nur um die Sprache geht. Die Sprachverständlichkeit ist
extrem wichtig, was bei Gesang, bei einer live performenden Band so ein bisschen kaschierbar ist. Und, geht's dir gut? Hast du gut geschlafen? Alex für Anja? Tag! Ihr könnt gerne die Lichter dimmen. Ja, Licht wird gedimmt. Bitte lassen wir uns hier. Wir haben noch Olli, Martin und ich darüber geredet, das haben wir jetzt auch angepasst während der Show, dass das Licht so ein bisschen rot. Ja, stimmt. Und es gibt noch Diskussionen, weil das mit dem Haze, der ist ein bisschen nebliger als gedacht, weil die halt lüften müssen. Es ist auch... Ja, und der ist so in so Wölkchen. Ja, das Theaterhaus hat ein paar brandtechnische, sicherheitstechnische Auflagen. Das hat uns leider ein bisschen erschwert, den Einsatz vom Haze. Ne, das lieben natürlich alle Oberbeleuchter der Welt und alle Kameraleute der Welt lieben den Einsatz von Haze und auch alle Regisseure. Der macht eigentlich das ganze Bild so ein bisschen stofflich. Im Theaterhaus musste die Lüftungsanlage permanent eingeschaltet bleiben, auch während der Vorstellung. Das heißt, es hat zu Luftverwirbelung geführt und dadurch wurde der Haze auch verwirbelt. Ich fand es jetzt nicht so tragisch. Wie hast du dich gefühlt? Gut, aber ich fand, dass die Stimmung, also die waren irgendwie jetzt nicht so, also es ist nicht schlimm, aber ich dachte irgendwie, die gehen noch ein bisschen mehr ab, aber es wird eh jeden Abend anders. Ja, das passt schon. Ich glaube, die Herausforderung bei jedem Dreh ist es, wir haben ein Ziel, wir möchten das anstreben und es geht eigentlich nur permanent Sachen schief. Und man reagiert einfach die ganze Zeit darauf, wie man das Beste mit den Gegebenheiten rausholen kann. Der Ton war auch zum Teil scheiße. Also es hat wieder feedbackt. Das war nicht gut. Ja. Da muss ich auf jeden Fall einfach nochmal einen Soundcheck machen. Das Theaterhaus in Stuttgart war ein sehr, sehr guter Raum, akustisch eigentlich ziemlich gut. Bei der Auswahl der Tonanlage war ich nicht erfreut, ehrlich gesagt, weil die Problematik entstanden ist, dass die Anlage, also die Lautsprecher, die das Publikum beschallen, zu nah an der Schallquelle, in diesem Fall Haze, war und die Gefahr für ein Feedback viel zu hoch war, gerade für so eine Situation, wo es nicht passieren darf. Also es sind sehr, sehr viele Sachen, wo ich mir überhaupt keine Gedanken mache und müssen wir einfach schauen, dass wir die zwei, drei kleinen, aber wie ich meine, wir haben morgen noch den ganzen Tag. Mein Name ist Martin Christ und ich bin Kameramann. Das erste Mal mit Hazel und Thomas. Das erste Mal habe ich mit Hazel zusammengearbeitet. Das war ein Pilot für den WDR, den wir gedreht haben. Ich weiß nicht, über das hässlichste oder kleinste Dorf Deutschlands oder irgendwie sowas war das. Gerade wird das Interview-Setup aufgebaut von einem absoluten Star-Kameramann. Einerseits ist es immer ein Kompliment, wenn er mit uns arbeitet. Andererseits beschämt es uns auch total, weil wir immer denken, wir haben es nicht verdient. Wenn es richtig gut aussehen muss auf unserem YouTube-Kanal,
dann holen wir die dazu. Also immer, wenn wir Interviewsituationen drehen oder auch Werbungen oder sowas. Wenn es geil aussieht, dann ist er schuld. Wenn es nicht so gut aussieht, haben die anderen nicht so performt. Hazel war nicht anders als sonst, sagen wir so. Also Thomas, glaube ich, schon ein bisschen angespannter, aber wir haben im Vorfeld eben auch viel gesprochen. Auch wenn es sehr kurzfristig war, hatte er so mir schon ein paar Links geschickt von anderen Aufzeichnungen, was ihm da gefallen hat, was ihm nicht gefallen hat und so, sodass wir, glaube ich, schon das gleiche Bild grob im Kopf hatten. Ich glaube, am Abend vorher oder so, relativ kurz vorher, habe ich noch Martin einen Clip geschickt von, ich glaube, dem Film Crazy Heart, weil ich da mal gesehen hatte, wie von hinten auf der Bühne was gefilmt wurde, wie eine Person am Mikrofon ist. Und das wollte ich immer schon mal so einfangen. Und jetzt ist es halt wirklich cool, weil man im ganzen Intro Hazels Gesicht noch nicht sieht und dann geht sie auf die Bühne und dann kommt der Schriftzug und dann sieht man ihr Gesicht und es passt halt auch zu diesem Kennen Sie diese Frau. Das ist das Plakat von meinem neuen Programm, mit dem ich ab September auf Tour bin, falls ihr eure Karten noch nicht habt. Da ist mal eine Idee. Wie viel von dem Programm steht schon? Wir sprechen uns in 2 Wochen wieder nach dem ersten Auftritt. Wenige Wochen vorher. Lieber Erik, ich habe dir das Foto geschickt. Es soll die Grundlage sein für ein Plakat. Ich dachte an sowas wie die Personensuche auf der Milchpackung. Siehe Anhang. Hey Thomas, die Anhänge kann ich nicht öffnen. Meinst du sowas? Habe ich auch schon dran gedacht. Neun Monate später. Guten Abend, Köln! Bitte rastet komplett aus für die Frau, die sich selber ansagt. Ich schätze an der Hazel bzw. an der Zusammenarbeit mit ihr, dass Hazel einfach immer entspannt ist und die Dinge einfach nicht so ernst nimmt und man einfach deswegen sehr viel Spaß mit ihr hat. Ich kann Sie beruhigen, Sie haben gar nichts verpasst. Es gibt eine Kindersendung von einem geisteskranken Schwamm. Also wenn man vor dem Schauen keine Epilepsie hat, dann spätestens danach. Hazel schafft es, einen Sweet Spot zu finden zwischen direkt sein, Herzlich willkommen hinter der Bühne. Wir machen es jetzt doch so, wie wir es gestern ganz am Anfang gesagt haben, dass wir es zweimal noch von vorne filmen. Einmal näher, einmal weiter weg. Und Martin ist hier so ein bisschen als Springer und kann dann auch ins Publikum filmen. Super. Und meine Kameras werden wir heute ins Publikum gerichtet aufstellen. Super, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen es jetzt so. Wir filmen das mit dem Gang unten, dann machen wir hier kurz eine Stellprobe und einen Soundcheck. Ja. Dann wirst du geschminkt wahrscheinlich. Genau, also ab 17 Uhr werde ich geschminkt. 17 Uhr schon? Na, das ist eh sehr knapp. Nee, 17.30 Uhr. Dass der Papa fertig wird. Am letzten Abend haben wir uns dafür entschieden, mit einer Kamera, die frontal drauf hält, weiter rein zu zoomen. Das war die erste Idee. Wir wollten halt einfach noch einen näheren Ausschnitt, weil Hazel sehr viel über Mimik macht. Das Problem war nur, wenn man weiter reinzoomt, hat man noch stärker das Gewackel gemerkt, was entsteht, wenn viele Leute auf einer Holztribüne in dem Fall klatschen. Deshalb mussten wir die Kamera nach hinten verlagern, auf einen Betonuntergrund. Das wäre cool. Besser. Ja. Dahinter geht's wiederum. Da liegt das. Auch. Also es geht, also auch ein bisschen. Aber es ist auch so ein bisschen im Blickfeld. Ja. Also im besten Fall hätte man eigentlich die vier Plätze, so wie unten halt, ne? Ja. 4 Plätze. Das Problem dabei war, dass die Kamera dann an einem Ort stand, wo eigentlich Leute hätten sitzen sollen. Also dann können die anderen, weil wir haben ja 9 geblockt, die werden sozusagen... Dann könntest du die mal im Augen klären, weil der So, komm mal mit. Dann machen wir jetzt mal einen Soundcheck. 1, 2, 3, 4, 5. Guten Abend, Stuttgart. Wir haben eine Kamerafrau heute. Hallo, liebe Grüße ans Kamerakind. Thomas, kannst du dich einmal hinsetzen? Ja, das ist ja die andere Frage. Das
Also tight. Hoffen, dass jetzt hier keine 2-Meter-Leute sitzen. Ja, also das. Also ich würde ja generell eher so sitzen. Ne? Ja, du, ja, aber die anderen kommen mit den Füßen nicht nach vorne. Ich habe mal eine Bühne gedreht für einen szenischen Film. Da kommt man hin, sagt, hier steht die Kamera und da stellen wir unsere Lichter hin. Und hier setzen wir ein paar Komparsen hin, die dann sozusagen schön für uns im Bild sind. Da sind wir natürlich hingekommen und da ist die Kamera eben nicht prioritär, sondern da merkt man recht schnell, dass eine hundertprozentige Sicht der Zuschauer, ein cleaner, hundertprozentig freier Fluchtweg doch irgendwie über der Kameraarbeit steht. Ne? Und daran musst du dann gucken, also wie gehen wir miteinander um und so. Aber das hat gerade da in Stuttgart, finde ich, sehr gut geklappt. Also die waren da sehr offen. Soundcheck. Microphone check, check. Microphone check, check. Das ist dumm. Dann bleibt es den ganzen Abend, bleibt es dann in den Haaren drin. Boah. Mhm. Wir fahren mit der Kutsch über Stock. Und über Stein. Ich kenne das auch. Ne? Bist du in derselben Kita? Ja. Ganz ehrlich, also es klingt jetzt wie eine Ausrede, aber es ist wirklich so, uns beiden, also dir und mir und eigentlich allen, die involviert waren, macht das ja auch Spaß, sowas selber zu machen. Also ich will ja gar nicht dann so ein Plug-and-Play-Ding, wo ich dann einfach so hingefahren werde, da mein Programm runternudel und dann wieder nach Hause gehe. Also ich will ja irgendwie schon die Möglichkeit nutzen, die wir uns hier mit unserer Produktionsfirma, der Viel Spaß GmbH, auch so ein bisschen kreiert haben, dass man sagt, ja, dann versuchen wir halt mal neue Grenzen zu erfahren. Das ist unsere Intensität, ne? Ja. Mhm. Es ist immer sehr familiär, wenn wir zusammenarbeiten. Also es ist ein kleines Team, es sind immer die gleichen Leute da, also hat so eine Familienatmosphäre. Marta, das ist jetzt dein Job, gell? Deine Hand ist jetzt im Fernsehen gleich. Oh, können wir die noch abpudern? Vielleicht werde ich ja entdeckt. Ja, das würde mich ehrlicherweise überraschen, wenn die jetzt noch so eine Hand suchen. Alex, Olli? Ja. Kommt ihr noch mal ganz kurz runter? Also ich wollte euch gar nicht mehr so viel sagen, außer es war mega cool, das mit euch allen gemacht zu haben. Genießt es heute einfach nur. Wir haben ja wirklich die Freiheit, dass wir gar nicht unter Druck sind heute, sondern alles, was heute noch passiert, ist quasi noch das i-Tüpfelchen obendrauf. Okay. Wir starten 10er. Jo. 10er. Warum? Weil der Einlass hat sich verzögert durch ein technisches Problem. Ich fand ja, ich hatte auf eine Art irgendwie die leichteste Aufgabe, weil ich ja einfach nur dieses Programm machen musste. Klar, das ist jetzt auch nicht irgendwie Chili Willy da 2 Stunden, je nachdem bei der dritten Aufzeichnung, oder es war eigentlich die zweite Aufzeichnung am dritten Abend, haben wir ja dann einfach gesagt, ach komm, unterbrich mich einfach, wenn irgendwas ist. Das war auch mega lustig. Die Leute haben dann irgendwann das ja total genossen, dass du dann einfach so über die Boxen sagst, so, das brauchen wir jetzt nochmal, da brauchen wir jetzt noch einen Zoom aufs Bein. Macht euch einfach frei von der Vorstellung, dass das heute aufgezeichnet wird. Seid einfach ihr selber in einer abgeschwächten Version und dann wird es perfekt. Das Team vor Ort war der verrückteste Haufen, den ich je kennengelernt habe. Es ist eine wachsende Truppe, fand sehr angenehm die Zusammenarbeit und hoffe, dass da noch weiteres daraus entsteht. Wir sind da hingefahren, haben uns das kurz angeschaut. Jedes Gewerk hat kurz seinen Senf dazugegeben. Offene Kommunikation und haben super Lösung eigentlich für alle Probleme hinbekommen. Wir waren ja im Sommer bei den Geissens und haben dort einen Podcast aufgenommen. Das Team dort war größer als das Team, das wir hatten, um Hazel Solo für Dreisat aufzuzeichnen. Also das ist schon verrückt. Da können sich einige größere Produktionsfirmen eigentlich viel abschneiden, dass man mit einem kleineren Team doch sehr, sehr viel erreichen kann. Mir gefällt es auch. Also ich finde es wirklich, du bist wie so ein
Pferd, das man nur ohne Sattel reiten kann, weißt du? Ich sag's jetzt hier öffentlich, ich möchte mit Haftbefehl boxen im Ring. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Das möchte ich wirklich nicht. Hazel möchte ich sagen, dass sie stolz auf sich sein kann. Nicht nur, dass sie das so gut über die Bühne gebracht hat in Stuttgart, sondern auch, dass sie stolz darauf sein kann, mit Thomas so eine coole Produktionsfirma gegründet zu haben. Hazel ist für mich eine Powerfrau, die macht, die zieht durch. Ich habe auch einigen von meinen Freunden erzählt, dass ich jetzt hier zu Hazel was sagen darf. Die haben sich sehr, sehr gefreut. Deswegen ist sie ein super wichtiger Bestandteil, auch gerade in der Haltungsbranche, als Frau auch eben noch mal richtig Dampf zu geben. Ich möchte Hazel mit auf den Weg geben, dass sie ihre Freude bei der Arbeit behalten. Künstler in der ganzen Schweiz können darauf heranschauen und sagen, ja, man darf auch wirklich größere Sachen anstreben und muss nicht in seinem kleinen Gärtchen bleiben. I especially loved the line that you said about how you were struggling to get guests on your show, so you decided to just get animals because they don't have any rights. Ich glaube schon, dass das Schule machen könnte. Also wenn wir das schaffen mit dem Programm, das wirklich in den Sender zu kriegen, und wir haben ja dann noch so ein Modell, wo wir es gleichzeitig noch auf YouTube stellen können. Also werden sowohl wir das vielleicht noch ab und zu produzieren, auch für andere Leute, als auch, dass andere Sender das dann halt auch machen. It's a nice fuck you to Netflix and HBO and all those cum guzzlers who didn't have the balls to pick it up. Right there, baby. Feels good. Es ist gerade viel weniger anstrengend, als ich es mir vorgestellt habe. Auf eine Art. Ja. Also weil halt überhaupt irgendwas bei rumkommt. Ich kann mich zum Beispiel an keine Probleme erinnern. Licht ist gerade abgeschlossen und ist neu gestartet. Perfekt. Ja. War das so? Ich habe das nicht mitgekriegt. Guck mal, das ist meine selektive Wahrnehmung. Irgendein technisches Problem, klar, ne? Kann passieren. Ne? Aber es war ja nicht im On, oder? Nee. Alles cool. Ja.